ganzen Sachen abzuscannen. Vielen, vielen Dank an euch. Gerne. Liebe Grüße ans Futterhaus in Frankfurt. So, Freunde, ich wollte mich an dieser Stelle wirklich bei euch bedanken für eure unfassbar liebevollen Kommentare, eure unfassbar liebevollen und verständnisvollen Nachrichten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Sowas berührt mich wirklich. Sowas geht mir ans Herz. Und genau das ist, was ich gemeint habe mit ihr motiviert mich weiterzumachen. Ihr motiviert mich, niemals aufzugeben. Und deswegen möchte ich euch auch motivieren, niemals aufzugeben und immer weiterzumachen. Wir sind ein super starkes Team zusammen. Auch wenn wir uns vielleicht noch nie begegnet sind, alleine nur, dass wir dasselbe fühlen, zeigt, dass wir ein starkes Team sind. Ich danke euch für alles. Wir sind gerade auf dem Weg ins Tierheim. Das Auto ist voll beladen. Und ich kann es kaum abwarten, die Sachen abzugeben. Die Sachen sind Gott sei Dank beim Tierheim abgegeben. Die haben alles mit offenen Armen angenommen. Vielen lieben Dank auch nochmal ins Tierheim, in Fechtenheim. Ich habe auch zwei Mädels gesehen, die sind direkt nach mir gekommen, haben auch was gespendet. Sehr, sehr cool. Freut mich wirklich sehr, dass Leute das nachgemacht haben. Das macht mich sehr, sehr glücklich, sehr, sehr stolz. Des Weiteren, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Passt auf eure Nächsten auf. Und lasst den Kopf nicht hängen. Gott, das ist der schönste Hund, den ich in meinem Leben gesehen habe. Carlito, komm mal her. Digga, zeig mal dein schönes. Digga, zeig mal dein schönes Lächeln. Carlito, komm mal her. Komm mal her, Digga. Ja, yeah, du wunderschöner, Digga. Allah. Digga, was ein geiler Hund, Digga.